Ich weiß, wieder ein Video im selben Look. Sorry. Ja, ich will ein Aufgebrauch-Video machen. Ich bin nämlich sehr hinten nach, das weiß ich auch. Ich muss mir nur meinen Kopf herrichten. Ja, ich bin wirklich hinten nach mit dem Aufgebraucht und anderen Videos. Deswegen will ich versuchen aufzuholen. Und ich will auch wieder mehr Videos machen. Ich habe jetzt euch gar nicht erzählt, was passiert ist. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob ich es erzählen soll. Ich weiß, dass viele das Aufgebrauchsvideo am meisten schauen und ich hoffe, ich fange jetzt nicht an zu heulen. Aber mein Opa ist verstorben. Und wer meinen Vlog-Kanal verfolgt hat, hat auch mitbekommen, dass ich oft versucht habe, ihn zu besuchen, mich ein bisschen um ihn zu kümmern. Und durch das hat mich das wirklich... Das hat mich... Wie soll ich das erklären? Ich will nicht heulen. Ich glaube, ich habe in den letzten paar Wochen genug geweint. Wie soll ich das sagen? Ich kannte ihn nie so richtig. Wie wir klein waren, hatten wir immer Angst vor ihm. Als Kinder ist das normal. Ja, und wie soll ich das sagen? Ich will nicht was Falsches sagen oder so. Aber ich glaube, ihr habt es mit... Also ich wollte ihn eigentlich neu kennenlernen. Weil ich habe mich ja von selber bei ihm gemeldet. Beim ersten Mal. Was länger her war. Und dann konnte ich ja wegen gesundheitlichen Gründen mich nicht mehr um ihn kümmern oder ihn besuchen. Dann ging es wieder bergauf, dann bin ich wieder ihn öfter besuchen gewesen. Vor seinem Tod war ich leider einen Monat nicht bei ihm. Das hat man auch zu schaffen gemacht. Ich konnte einfach zeitlich nicht, dann ging es mir psychisch auch nicht gut. Ja. Ja. Also es schaut in letzter Zeit wirklich nicht rosig aus. Ich weiß, ich will euch jetzt nicht runterziehen bei dem Video, aber mir war es wichtig, dass ihr wisst, warum solange nichts kam. Es war ja 2 Wochen, ich war ja auch 2 Wochen in Krankenstand, weil zusätzlich auch noch mein Zwilling aufgegangen ist. Viele, die das Über-mich-Video kennen, wissen Bescheid. Ja, das Ding ist auch noch aufgegangen. Dieses Drecksding. Und ja. Ja. Und das mit meinem Opa hat mich sehr getroffen. Ich habe damit überhaupt... Man rechnet nie, dass jemand stirbt. Das ist jetzt ein Blödsinn, wenn ich sowas sage. Aber man denkt sich halt nicht... Weil ich habe oft zu ihm gesagt, lass dir Zeit, ich brauche dich noch. Obwohl das blöd klingt, weil ich ihn ja nicht... Wie soll ich sagen? Nicht so gut gekannt habe. Und es waren halt auch jetzt viele Sachen zu erledigen. Und weil meine Mom nicht konnte, habe ich das für sie erledigt. Fragt nicht, wie es mir geht deswegen. Aber ja... Wie man in den anderen Videos sehen kann, versuche ich das eben ein bisschen zu verstecken. Da bin ich immer schon gut gewesen drinnen, dass ich das verstecken konnte. Ja, nicht immer, aber manchmal. Ja, ich wollte euch nur Bescheid sagen, dass deswegen der Grund war, warum ich keine Videos gemacht habe. Die 2 Wochen. Und dass jetzt erst die alten, weil jemand irgendein, nicht einen blöden Kommentar, aber irgendwer, glaube ich, hat unter mein Video geschrieben, dass jetzt erst das April bla 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 kommt oder sowas. Es ging halt deswegen nicht anders. Ich wollte es im Internet auch nicht erwähnen, ich wollte nicht drüber reden und bla bla bla. Aber ja, jetzt denke ich mir, wird es mal Zeit, dass ich euch sage, was los war. Ihr wisst ja, dass ich da offen bin, da habe ich kein Problem damit. Das Problem ist, es gibt halt noch genug Sorgen und ja. Ja, ich habe aber noch Urlaub und ich versuche das zu genießen. Und jetzt reden wir über Müll und nicht mehr über traurige Sachen. Ja, als erstes, was ich rausgefischt habe, zeige ich euch meine Reinigungstücher. Einmal die Einhorn und einmal die hier, die ich ja immer beim Schminktisch habe. Komischerweise trocknen die so schnell aus, diese Einhörner. Die gibt es eh nicht mehr, ja. Aber die hier, die trocknen nicht so schnell aus. Sehr strange, aber okay. Dann, das kennt ihr, habe ich ein Augen-Make-up-Entferner aufgebraucht von Hofer. Kaufe ich immer wieder nach. Blablabla, kennt ihr auswendig, brauche ich nicht mehr erwähnen. Dann habe ich Masken leer gemacht. Und ich glaube, weil ich so viele Masken in der Tube habe, ich brauche immer 6 Stück von solchen Dingern auf. 2, 4, 6, ja. Und ich will ab Juli, will ich nur noch 4, so, also... Ich stelle mich heute, glaube ich, ein bisschen blöd an, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Also 4 von solchen Crememasken aufbrauchen.
Und dann auch zwischendurch meine Duben und alles Mögliche aufbrauchen. Ja, ich habe da sicher noch mehr drinnen, aber ich habe eh so wenig Crememasken und ich denke mir, wenn ich 4 von denen nur aufbrauche, eigentlich sind es ja 6 trotzdem. Ja, manchmal, weil einmal habe ich nur eine Anwendung. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Soll jetzt nicht dumm oder so klingen. Ja. Mann, bin ich blöd heute. Ja. Ich will halt weniger von diesen Einmal-Anwendungen benutzen, damit ich mehr meine Duben verwenden kann und meine anderen Masken. Ha, jetzt habe ich es. Weil ich habe so viel. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich sage das schon in dem Video, wo ich es im nächsten Video erwähnen wollte. Aber ich sage es in dem Video. So, als erster habe ich die Maske von Mutante Chanel aufgebraucht. Diese Erdbeere, die mag ich überhaupt nicht, aber hatte ich noch. Dann eine Feuchtigkeitsmaske von Cadea Vera. Das ist die ganz, ganz alte Verpackung noch von Müller. Die gibt es so nicht mehr. Die gibt es zwar schon noch, die Masken, aber in einer anderen Verpackung. Und das war der Vorgänger. Da seht ihr, wie lange ich die schon habe. Und ich mochte die irgendwie gar nicht. Also meine Haut hat angefangen zu jucken. War nicht so mein Ding. Aber das hatte ich schon öfter bei diesen Cadea Vera Masken. Außer bei den Limited Editions, da geht's. Aber bei den Standardsortiment, die mag ich irgendwie nicht. Dann habe ich die Totes Meermaske von Rival de Loup aufgebraucht und die fand ich auch schlimm. Ich mag Rival de Loup, weil es gibt es bei uns in Österreich ja leider nicht. Und ich bin immer froh, wenn ich was ausprobieren kann von der Marke. Weil das ist ja im Rossmann und wir haben ja in Österreich keinen, soweit ich weiß. Und die fand ich vom Duft her, ja, vom Duft her kann man nichts sagen, das ist halt die Totes Meer, was will man da großartig sagen. Aber ich habe bei beiden Anwendungen, Alter, ich kann kein Deutsch mehr. Bei beiden Anwendungen war mein Gesicht total rot. Und das ist halt nicht der Sinn von einer Maske für mich. Leider. Aber was soll's. Kann man nichts machen. Die war Limited Edition, die wird es auch sicher nicht mehr geben. Die fand ich auch nicht so gut. Ich mochte die irgendwie nicht. Ich weiß nicht mehr wieso, aber ich hab in Erinnerung, dass ich die nicht so mochte. So schaut sie aus. Das ist diese Perfect Tour Maske. Ja. Mochte ich nicht. Ich glaube, es gab nur eine bis jetzt von Rival de Loup, die ich mochte. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Steinigt mich nicht. Das nächste Produkt ist das hier. Ich habe es als Duschlotion benutzt. Viele haben mir gesagt, dass es ja ein normales Duschgel ist, aber ich habe es als Duschlotion verwendet. Da pickt ihn das drauf. Sehr schön. Ja. Die mochte ich gern. Die andere mochte ich ja nicht so, die Avocado, weil die mit meiner Haut nicht zusammenpasst hat. Es hat irgendwie sich so ein bisschen hat sich so einen beißenden Geruch gehabt. Aber bei der, die war echt gut. Das ist die mit dem Maracuja. Ja, Passion Fruit. Maracuja ist das. die fand ich gut. Die würde ich mir, wenn ich könnte... Naja, ich glaube nicht, dass ich sie mir nachkaufen würde. Ich bin halt so bei den Nivea hängen geblieben. Aber wenn da meine Backups leer werden, muss ich mir auch was einfallen lassen. Irgendwann mal. Dann habe ich hier noch zwei kleine... Teile. Einmal die Badeperlen von Aveo, die habe ich mir reduziert gekauft. Ich glaube, die gibt es auch nicht mehr, was ich weiß. Und einmal eine Probe. Das ist eine Haarmilch von Nivea. Ich überlege gerade, wie ich die fand. Sehr schlau. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, aber ich glaube, ich fand die gar nicht so schlecht. Das einzige Problem ist, ich bin halt nicht so der Nivea-Fan. Außer diese In-Dusch-Lotion, ja okay, steinigt mich jetzt nicht, aber Haarprodukte, da gibt es eins, dieses mit Zellen, das würde ich gern probieren noch. Aber die Haarmilch-Sachen sind gar nicht so schlecht. Ja, aber mal schauen. Mal gucken. Dann habe ich eine Mundspülung aufgebraucht, die ich jetzt nicht so nah hinhalte. Die sieht widerlich aus. Alles in die Hose wischen. Die sieht echt eklig aus. ja, das ist die von Müller, von der Eigenmarke. Habe ich jetzt aktuell auch wieder in Benutzung und ich habe auch noch ein Backup. Dann habe ich noch eine Maske aufgebraucht und zwar, die mag ich auch nicht mehr so wie am Anfang, diese Very Berry Mood Mask von Mutant de Chanel. Ich glaube, ich habe aber noch Backups. Aber ja. Und dann habe ich einen Badezusatz leer gemacht, das ist der von Sauber. Den mag ich nach wie vor noch, so wie früher, nur ist mir aufgefallen, ich habe vergessen, ich war vor kurzem im DM und habe vergessen, mir da Backups zu kaufen. Nicht dumm Kopf. Aber egal, ich komme sicher noch in meinen Urlaub zu einem DM. Dann habe ich eine Probe leer gemacht von Christina Aguilera.
Ich muss sagen, ich fand den nicht so gut. Ich fand den wirklich nicht so gut. Also, das war nicht so mein Duft. Das ist diese goldene Flasche, wenn ihr die kennt. Ich glaube, die hat sie auch als letzter von ihren Düften rausgebracht. Ich mag generell die nicht. Früher, mit 16, 17. Ich habe mir die nie gekauft, weil ich nie das Geld dazu hatte, aber ich mochte die immer, also ich habe die mir immer im Müller und in DM immer so draufgesprüht und da mochte ich sie und jetzt komischerweise, wo ich jetzt so alt bin, hust, mag ich die nicht mehr. Komischerweise. Also das würde ich mir niemals nachkaufen. Meine Cousine benutzt nämlich die Christina Aguilera Düfte gerne, was ich weiß, aber ich mag die irgendwie nicht. Wattepads habe ich auch wieder aufgebraucht. Sehr aufregend. Dann habe ich eine Tuchmaske aufgebraucht. Und zwar von Balea. Das war die Tuchmaske Sweet Mango. Die war gut. Vom Duft her. Nur das Problem ist, die sind nicht so in Feuchtigkeit gedrängt wie die von The Cream Shop, die von Tiki Maxima kaufe oder die Toni Moly Masken. Die sind so richtig mit Feuchtigkeit gedrängt, was die nicht sind. Und deswegen trocknen die Tücher so schnell aus von Balea. Kommt mir so vor. Also wenn ich jetzt das vergleiche mit den anderen Masken, die ich schon benutzt habe. Deswegen würde ich mir auch keine Balea-Masken mehr kaufen. Wir haben vor kurzem, meine Freundin und ich waren im DM. Wir haben vor kurzem welche gesehen. Da fand ich das Design urschön, aber ich habe es mir nicht gekauft. Eben, ja, weil, nein, einfach nein. Weil es mir nicht das, da kaufe ich lieber welche von Tiki Max, zahle ein bisschen mehr, habe 5 Stück statt einer, obwohl die von Balea sind ja nicht so teuer. Aber ich zahle lieber ein bisschen mehr und dann habe ich das Gefühl, dass das auch wirklich was tut. Ja, deswegen würde ich mir keine mehr von Balea kaufen. Dann habe ich leer gemacht und da bin ich wirklich traurig drüber. Das gibt es bei uns nicht mehr. Die haben ja Soap & Glory aus dem Sortiment genommen bei Douglas. Ach Gott. Wie wird mir dieser Duft fehlen? Ich werde noch vielleicht auf Amazon gucken. Vielleicht kann mein Freund mir das bestellen. Ich liebe den Duft von dem. Das war so ein. Also das war von Soap and Glory schon grauslich aus. Also meine Sachen schon so widerlich aus. Das war das Body Scrub. Das hat so ein Sugar Crush hat das geheißen, genau. Das war so ein geiler Duft. Das war so ein geiler Duft. Ich wollte es gar nicht aufbrauchen, nur so zur Info, aber es ist ja in meiner Aufbrauch-Challenge drinnen und ich bin stolz auf mich, dass ich es leer gemacht habe, aber ich hoffe, dass ich das noch irgendwo herkriege, weil ich hätte es gern wieder. Ich hätte es wirklich gern wieder. Ja, das fand ich auch gut. Das war das Rasiergel von Balea. Jetzt gibt es ja das Pfirsich, das habe ich jetzt aktuell in Verwendung und ich hasse es. Das stinkt so bestialisch. Ich mag das überhaupt nicht. Ich finde, das riecht so künstlich nach Pfirsich und das mag ich nicht. Aber das da, das Sweet Berry, das war wirklich gut. Und ich bin echt schade. Ich bin echt schade. Ich bin echt dämlich, aber nicht schade. Ich bin. Moment. Echt traurig, das ist der richtige Satz, dass ich das leider nicht mehr erwischt habe. Ich wollte mir das nämlich einmal noch nachkaufen. Ich habe gesehen, dass das noch bei einem DM gab. Hab's mir nicht mitgenommen, weil ich so viel habe und jetzt bereue ich's. Aber ja, was soll's. Würde ich es sehen, würde ich es nochmal mitnehmen. Dann habe ich noch eine Duftprobe leer gemacht von Biotherm. Das ist das Oh Relax. So sieht das aus. Das habe ich sogar in Originalgröße. Ich liebe das. Ich liebe das. Nur ich finde jetzt nicht, dass das für den Sommer passt. Ich finde eher, dass das passt zum Herbst. Da ist nämlich Orange, Bergamotte, Zimt? Nein, nicht Zimt. Wo steht denn das auf Deutsch? Verdammt. Orange, Bergamotte, Kardamomessenz und Akkorde von Vanille. Deswegen finde ich, ist das eher so ein Herbstduft für mich. Ich habe den, wie gesagt, in Originalgröße. Und ja, ich bin ja am Probenaufbrauchen. Ich versuch's. Dann habe ich ein Duschgel leer gemacht. Ich habe es aber nicht als Duschgel verwendet. Ich habe mich dazu überredet, das in die Seife reinzufüllen. Also habe ich das als Seife verwendet. Ein, zweimal habe ich es als Duschgel benutzt und habe gemerkt, nein, einfach nein. In der Verpackung mochte ich es. Das habe ich ja von meinen zwei Jungs bekommen. Ich hoffe, ich darf euch so nennen. In der Verpackung fand ich es geil. In der Verpackung fand ich es wirklich geil. Aber in Kombination mit Wasser und mit meinem Körper, nee. Als Seife fand ich es gut. Aber ja, das habe ich von den beiden bekommen. Ja.
war ich schon traurig, dass es leer war dann. Als Seife ging das relativ schnell leer. Dann habe ich noch eine Maske aufgebraucht. Das ist die von Hildegard Braugmann. Ich mag die irgendwie nicht so. Von den Masken bin ich enttäuscht. Die Fußsachen, die Fußpflegeprodukte mag ich, aber die Masken, von denen bin ich irgendwie enttäuscht. Dann habe ich ein Duschpeeling aufgebraucht. Ja. Von der Veo, von der Eigenmarke. Ich hasse die Verpackung, wenn man die so schwer aufkriegt. Besonders dann mit nassen Händen. Ich finde den Duft gut. Ich bin mir nur nicht sicher, ob ich das nachkaufe. Ich glaube, das habe ich im letzten Mal, wo ich das aufgebraucht habe, auch schon gesagt. Aber ich habe jetzt genug Peeling und ich habe ja noch die ganzen Balea Duschpeeling, Melone. Die werde ich jetzt mal aufbrauchen, bevor ich mir das nachkaufe. Falls ich keinen Ersatz finde, der mir gefällt vom Duft her, würde ich mir das nochmal nachkaufen. Weil so schlecht ist es nicht. Die Verpackung ist halt nur Schrott, aber ja, was will man von einem günstigen Produkt? Dann habe ich die Anti-Pickel-Patches aufgebraucht. Die werde ich mir auch nicht mehr nachkaufen, weil die helfen mir einfach nicht mehr. Ich habe das früher immer draufgeklebt und dann am nächsten Tag ging das weg. Aber das Problem ist, das wird dann, ich will das gar nicht beschreiben, dass es einfach nur widerlich ist. Ich lasse es über Nacht oben, dann fühlt sich das noch mehr. Wenn ich das runtergebe, ist das so fett, dass man glaubt, eine Ampel kommt einem entgegen, wenn man mein Gesicht sieht. Und dann drücke ich das Ding aus und dann kommt da so eine komische Kruste. Deswegen, die werde ich mir nicht mehr nachkaufen. Mir bringen die nichts mehr. Ich bin einfach zu alt dafür. Ganz einfach. Dann habe ich hier die... Nein, das... Moment. Räumen wir mal raus. So viel ist es nämlich nicht mehr. Ich habe da noch... Ich habe nur zwei Make-up-Produkte aufgebraucht. Ich habe da noch eine Probe von dem Moschino Fresh Couture. Ich liebe das. Ich habe es nicht in Originalgröße leider, weil mir das auch exakt zu teuer ist. Ich liebe die Verpackung. Seht ihr die Verpackung? Die Verpackung ist der Hammer. Und ich glaube, ich würde mir das aufheben und auf die Pinnwand hängen. Ich weiß, ich bin ein Junkie. Aber ich liebe den Duft. Ich habe nur so viel und ich werde mir nicht nachkaufen, weil ich so viel habe. Muss erstmal aufbrauchen. Aber der steht ganz groß auf meiner Liste. Dann habe ich aufgebraucht ein Duschgel von Yves Rocher. Irgendwie ist kaum Duschgel leer geworden. Nur das? Alter. Egal. Ja, das habe ich aufgebraucht. Ich mag das ja so gern. Ich habe, glaube ich, sogar noch ein paar Backups, wenn ich mich jetzt hier... Ich liebe das. Aber das Positive ist... das gibt's ja noch, weil die haben mir ja die Formen aufgelassen von den Duschgels. Aber das ist es wie, das ist, denkt doch gefälligst beim Reden, das ist wieder neu rauskommen. Und das war voll daneben. Egal. So, dann habe ich noch ein Duschbad aufgebraucht. Das war auch von den beiden Jungs. Das war mit Orange und Vanille. Das habe ich so gern gehabt und ich war so traurig, weil das so schnell ergangen ist. Der Duft, der war einfach Hammer. Den fand ich super. War ein absolutes Lieblingsding von mir. Also das war wirklich, wirklich gut. Dann habe ich hier ein Deo leer gemacht. Ich heb mal kurz das Duschgel auf. Wenn ich da jetzt gerade so reinschaue, sehe ich, dass ich gar nicht so viel aufgebraucht habe. Es wird weniger in letzter Zeit. Ja, okay, weil das auch mit meinem Opa war. Na okay, da kann man ja auch nichts dazu sagen, dass ich keinen Bock habe, irgendwas zu verwenden. Aber es wird schon besser. Ja, mit der Zeit. So. Jetzt kriege ich wieder Schluck auf. Also, ich habe mein Deo aufgebraucht. Wunderschön. Das hatte ich im Spind. In der Arbeit. Das habe ich mal von einer Freundin geschenkt bekommen. Das gibt es ja leider nicht mehr. Ich bereue es, dass ich mir davon kein Backup gekauft habe. Das riecht so gut. Das riecht so gut. Soll ja angeblich ein Dupe gewesen sein zu dem Terry Mugler Duft Alien. Aber ich mag den Alien nicht und das mochte ich aber schon. Und das war so ein gutes Deo und ich bin so, so schnauze. Mein Bruder hat mir eine Sprachnachricht geschickt, hören wir da mal rein. Der hat mich sicher Videos drehen, auf was wird man? Hast du einen Hunger, du? Sehr freundlich. Ja, warum? Ja, ich drehe es jetzt lieber auf lautlos, weil sonst wird es läuten. Ich hätte mir davon auf jeden Fall ein Backup gekauft, wenn es das noch gegeben hätte. Aber es gibt es leider nicht mehr. Ja, leider. Aber ich mag's. Und ich bin traurig, dass es leer war. Aber was soll's. Dann ist aufgebraucht. Da bin ich auch sehr traurig drüber. Das ist mein Fixing Spray von MAC.
das ich mir in diesem hübschen Design mal gekauft habe, das ist leider leer worden. Ja. Ich bin so ein Vollkoffer eigentlich. Also ich habe so viel Zeug, dass ich das so mache. Ich habe... Jetzt ist er offline gegangen. Oh, Alter. ich habe ein Fixing Spray, was ich benutze, wenn ich frei habe, wie zum Beispiel jetzt Urlaub. Das wird auch bald leer werden. Das ist das von Make-up Factory. Dann habe ich eins für die Arbeit. Und da habe ich jetzt, das ist ein Tester, das von Love, was mich matt hält eigentlich. Ich habe was umgeworfen. ja, weil ich so viele Fixiersprays auch habe natürlich. Was habe ich nicht alles so viel, aber egal. habe ich mir gedacht, ich benutze zwei. Eins, wenn ich frei habe und eins, wenn ich arbeiten bin. Was auch günstiger ist. Weil das Mac hat lange gehalten, weil ich ja das... Ich habe nicht so oft frei. das war jetzt so gemein, oder? Ich habe nicht so oft frei und deswegen hat mir das sehr lang gehalten. Ich habe mir ein Backup davon gekauft, von dem Duft. Das Design ist anders, aber das habt ihr auch im Mac-Haul gesehen. Also brauche ich dazu nicht mehr viel sagen. Dann ist endlich leer und ich werde ihn nicht aufschneiden, weil ich habe ihn gehasst. Der Concealer von Essence leer gegangen. Das war dieser Get Picture Ready war das. Ja, man sieht, ich glaube, es ist noch was drin. Das ist mir aber sowas von scheißegal. Ich habe es nicht rausbekommen. Ich habe geklopft, ich habe gequetscht. Ich mag nicht mehr. Ich habe keinen Bock mehr auf den Concealer. Das war auch ein Tester. Und ich bin so froh, dass ich mir den damals nicht gekauft habe. Wirklich froh darüber, dass ich mir den damals nicht gekauft habe. Sondern abgewartet habe, bis ich den Tester ausprobieren kann. Man kann das ja eh nicht mehr kaufen, weil das gibt es nicht mehr. Das haben sie aus dem Sortiment genommen. Und ich habe auch die eine Freundin von mir hatte den auch. Und ich glaube, sie hat auch gesagt, sie findet den nicht so gut. Und bei ihr ist er auch relativ schnell leer gegangen. Bei mir dann lange gehalten, leider. Aber ja, mehr brauche ich eh nicht mehr dazu sagen, weil das gibt es eh nicht mehr. Ja, ich habe es geschafft. Ja, mehr kann man eh nicht mehr zu den ganzen Müll sagen. Ich finde das relativ wenig. Ich finde das wirklich wenig. Aber was soll's. Ja, ich muss mich bessern. Ich muss mich bessern. Ja, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Ich weiß ja, ihr mögt ja die aufgebrauchten Videos. Sorry wegen den Anfang, aber ich habe mir gedacht, in irgendeinem Video sollte ich es erwähnen. Also ich glaube, das donnert, dabei war das nur die BIM. Ja. Ja. Und falls ihr mehr private Sachen sehen wollt, privat in Anführungsstrichen, könnt ihr ja gerne mir auf einem anderen Kanal folgen. Ich habe da so wenig Abonnenten und ich liebe solche Vlog-Videos zu drehen. Besonders das letzte jetzt mit der Lin, das ist so lustig. Wir waren da ja zu viert unterwegs, der Jan, Roman, Lin und ich, und das ist sowas von lustig geworden, das Video. Ich hab mir es zweimal schon angeschaut, vor Lach habe ich mich fast angepullert. ja, da könnt ihr gerne mal reinschauen, ich habe das sicher unten in der Infobox verlinkt. Ja. Das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Und ja, schreibt mal mir, was ihr aufgebraucht habt in dem Monat, wo ihr traurig wart. Das interessiert mich immer wieder. Also bei mir war es auf jeden Fall das Fix Plus von MAC, das Balea Deo und das Balea Rasiergel. Ja, und die beiden Sachen, also beziehungsweise das am meisten, das Duschbad, was ich von den beiden Jungs geschenkt bekommen habe. Das hat mir auch leid, dass es leer geworden ist. Ja. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn ihr irgendwas habt, was euch leid dann habt, schreibt es mir das in die Kommentare, habe ich schon gesagt. Also bis dann, bye!